Thema Bio hat bei Globus schon immer einen hohen Stellenwert gehabt. Und das ist daraus entstanden, dass Globus ja ein Unternehmen ist, was sehr stark lokal verankert ist. Und heute ist es so, dass wir hier ein großes Sortiment haben in dem Bereich. Wir haben über 3700 Bioprodukte, die wir heute führen. Ich denke aber, da sind wir noch lange nicht am Ende. Also wir wünschen uns, dass der Prozess weitergeht. Schon seit 1997 bietet Globus Produkte in Bioqualität an. 2003 konnten wir die ersten Partner mit Bioland und Naturland-Siegel finden. 2007 folgte auch eine Kooperation mit Alnatura. Alnatura bemüht sich, beste Qualität anzubieten. Wie schaffen wir das? Indem wir ganz besondere Rohstoffe suchen, einfache Rezepturen haben und ganz besonderen Wert auf den Geschmack legen. Und die Sicherheit, die uns auch ganz wichtig ist, garantieren wir dadurch, dass jedes Produkt, bevor es überhaupt auf den Markt kommt, schon in der Entwicklungsphase von einem unabhängigen Arbeitskreis beurteilt wird. Und nur wenn es dieses Gremium passiert, dann kann es Wirklichkeit werden. Und wir begleiten aber auch während des ganzen Lebenszykluses das Produkt weiter und untersuchen permanent seine Qualität. Die Kooperation zwischen Globus und Alnatura zeichnet aus, dass wir ein Ideal haben, was uns sehr eng verbindet, nämlich Sinnvolles für Mensch und Erde gemeinsam zu gestalten. Und die enge Freundschaft auch mit Herrn Thomas Bruch ermöglicht schon viele, viele positive Schritte in diese Richtung. Dafür sind wir sehr dankbar. Auch auf unsere Partnerschaft mit dem Demeter-Verband sind wir besonders stolz. Demeter ist der älteste Bioanbauverband in Deutschland. In der Zwischenzeit sind bei uns aber nicht nur Bauern, sondern auch Verarbeiter und Händler organisiert. Das grundlegende Prinzip, was Demeter-Bauern vor über 90 Jahren entwickelt haben, nämlich dass der Betrieb ein möglichst geschlossener Organismus sein muss, ohne Düngerzufuhr von außen, das heißt aus sich selber heraus fruchtbar, das ist heute allgemeingültiges Prinzip von Bio überhaupt. Also wir müssen sagen, für uns ist die Zusammenarbeit mit Globus, was den konventionellen Handel angeht, fast eine Art Benchmark. Das hat von Anfang an hervorragend funktioniert. Wir haben ja diese Handelskriterien, die ich eben erwähnt hatte. Also das heißt Mindestanteil Bioprodukte, Mindestanteil Demeter, Schulung des Personals, Infomaterial, das vorgehalten werden muss, Premium-Positionierung der Produkte. Und Globus hat für all diese Themen Arbeitsgruppen gebildet, wo diese Themen dann systematisch aufgearbeitet wurden. Und die Ergebnisse sind beispielhaft. Grundvoraussetzungen für den Demeter-Standard ist fruchtbarer Boden. Durch natürlichen Humusaufbau und Verwendung biodynamischer Präparate wie Kräuter, Quarz und Horn wird eine Grundlage für starke und gesunde Pflanzen geschaffen. Jeder Demeter-Bauer versorgt seine Tiere mit Biofutter vom eigenen Hof, garantiert den Auslauf und genug Platz im Stall. Die Demeter-Standards garantieren durch ein weniger an Hilfsstoffen und ein Mehr an Handarbeit beste Lebensmittelqualität. Rund 300 Bioprodukte in Demeter-Qualität finden sich derzeit im Globus-Sortiment. Unser Sortiment reicht von Milchprodukten und Müsli über Säfte bis hin zu Babynahrung. Mit Globus können Sie auch mit gutem Gewissen naschen. Auch die Foodbloggerin Sally greift gerne auf Produkte in Bioqualität zurück. Der Trend geht zur bewussten Reduzierung von raffiniertem Zucker und dem Griff zur alternativen Süße. Ich kaufe gerne Bio-Lebensmittel, weil ich auf die Qualität und auch auf die Herkunft meiner Lebensmittel sehr viel Wert lege. Vieles bauen wir auch zu Hause im Garten an. Und wenn ich dann schon Produkte kaufe, dann sollen sie qualitativ gut sein und sie haben eben auch keine Gentechnik. Auch im Bereich Kosmetik setzen wir auf Bio-Qualität. Globus bietet über 400 Naturkosmetikprodukte. Hierbei wird auf den Verzicht von synthetischen Inhaltsstoffen wie Paraffine, Parabene oder Silikone geachtet. Also ganz allgemein wünsche ich mir, dass der biologische Landbau, der biologisch dynamische Landbau oder auch die Kreislaufwirtschaft, dass die stärker in unserem Land oder auch darüber hinaus Raum greifen. Ich glaube, dass das die Form der Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten ist, die wirklich zukunftsfähig ist. Und ich finde, das ist unterstützenswert. Globus. Verantwortung für Mensch, Natur und Unternehmen.